Sorry, da müsst ihr euch schon an. Oh, ich wollte erst. Das erinnert mich an die Geschichte des Amerikaners, der nach Japan ging, um Naginata zu lernen und dort zum Soke der letzten Naginata Ryu ging, eine Frau. Und die Frau fragt ihm, wie lange trainiert sie denn schon? Und er sagt, über 20 Jahre. Und sie sagt, und wie oft? Sagt er, 2 Stunden die Woche. Worauf die ihren Taschenrechner nimmt, das zusammenrechnet und sagt, eigentlich trainiert sie nicht mehr als 1,5 Jahre. Ich trainiere seit über 40 Jahren täglich mehrere Stunden. Also, sie gehören in die Anfängergruppe. Das mag jetzt vielleicht ein sehr harsches und hartes Beispiel sein, aber im Prinzip gilt das natürlich für jede Art von Profitum. Ein Laie ist jemand, der einen Beruf hat, eine Familie hat, Notwendigkeiten hat, Zwänge hat und in seiner Freizeit, also in seiner freien Zeit, Kampfkunst, Kampfsport ausübt, um einen Ausgleich zu finden, damit er seinen Hauptberuf wieder besser und entspannter ausüben kann. Das heißt, die Zielgebung der Freizeitbeschäftigung dient zum Ausgleich. Ein Profi hat keine Freizeit. Ein Profi arbeitet die ganze Zeit an sich, an seiner Kunst, Tag ein, Tag aus, Jahre, Jahrzehnte lang. Aber Laie mit Profi zu vergleichen würde ja heißen, dass ich in ein Restaurant gehe und mir dort was von einem Koch bestelle, der 4 bis 6 Stunden die Woche kocht, und zu meinen, ich habe dieselbe Qualität wie jemanden, der 30, 40 Stunden die Woche kocht und das mehr als 20 Jahre. Das erscheint jedem einleuchtend, oder? Ich würde mir wünschen, dass die Menschen mehr ihre Augen öffnen und sich ganz einfach anschauen, was gemacht wird, und nicht zuhören. Das ist wie beim Essen. Man isst nicht mit den Ohren, man isst mit den Augen und mit dem Mund. Und wenn jemand ins Dojo kommt, um sich anzuschauen, was da gemacht wird, dann sollte man sich den Lehrer ganz genau anschauen. Denn man erkennt an dem, was er tut, ob er es kann, und nicht an dem, was er erzählt. Das ist ganz wichtig. Sie würden nie von einem Koch ein Gericht essen, der ihnen stundenlang erzählt, wie super toll er das macht, sondern sie würden sagen, jetzt bring endlich das Essen. In Japan mit Profis zu trainieren, ist eine ganz eigene Art des Trainings, ein ganz eigener Zugang, der darauf beruht, dass man eine Information bekommt, eine Übung bekommt, um diese dann daheim die nächsten Jahre täglich zu üben und zu trainieren. Die Russen haben in den 1980er Jahren, eine Studie in Auftrag gegeben für ihre Sportler, damals war Russland Sportmacht Nummer 1, um herauszufinden, wie lange es dauert, bis eine Bewegung vom Körper internalisiert ist. Das heißt, wie lange es dauert, bis der Körper diese Bewegung ohne nachzudenken macht. Und sie fanden heraus, dass es mindestens 250.000 Mal diese Bewegung wiederholt werden muss, bis sie internalisiert ist. Im Zen weiß man, dass mindestens 10.000 Stunden Meditation notwendig sind, um zum Kern des Zen vorzudringen. Und genauso ist es in den Kampfkünsten. Das heißt, wenn ich nach Japan gehe und dort beim Soke oder beim Sofu oder beim Morita oder beim Toyoshima lerne, dann bekomme ich ein Pattern von Bewegungen mit dem Auftrag, das die nächsten Jahre täglich zu üben, um durchzusteigen. Meinen Schülern versuche ich mitzugeben, wie wichtig es ist, für sich selbst und für sein zukünftiges Leben einen Weg, eine Notwendigkeit, einen Sinn zu finden. Und der Sinn liegt meines Erachtens darin, das, was man tut, zur Kunstform zu erheben. Ein Beruf wird dann Berufung, wenn man es mit allen Sinnen, die einem zur Verfügung stehen, macht. Und diese Sinne müssen geschult werden. Die meisten würden gerne etwas machen, wissen aber nicht was. Und warum wissen sie nicht was? Weil sie nur eines von ihren, ein Sensorium von ihnen verwenden, nämlich den Kopf. Augen, Ohren, Hände, Füße, Geschmack, Geruch, all das ist notwendig. Das gesamte Sensorium muss zur Verfügung stehen, um zu finden, um seine Berufung zu finden. Hat man die Berufung gefunden, dann braucht man keinen Lehrer mehr. Dann folgt man ihr und wird selber zum Lehrer. Das ist der Sinn von einem Profi, das ist der Sinn von einem Lehrer, das ist der Sinn von einer Kunst. Das ist der Sinn von der Galerie.